Wer viel rotes Fleisch isst, hat ein höheres Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus den USA. Andrea Rummel bereitet das Mittagessen für den nächsten Tag vor. Die 57-Jährige aus München legt viel Wert auf frisches Gemüse und Vollkorn. Vor wenigen Monaten sah ihr Speiseplan noch ganz anders aus. Viele süße Getränke, Fastfood, verarbeitetes Fleisch. Ich hab's früher schon auch übertrieben. Also ich habe früher schon Wurst gegessen, wie zum Beispiel Leberkäse oder meine Weißwurst oder so, oder auch eine Streichwurst. Andrea Rummel fühlte sich zunehmend schlecht, hatte ständig Durst, die Sehstärke ließ nach. Dann die Diagnose, Diabetes Typ 2. Also ganz ehrlich, das war für mich ein Megaschlag ins Gesicht. Ich muss jetzt an mir arbeiten, es geht einfach nicht mehr anders. Denn eine ballaststoffarme, fett- und zuckerreiche Ernährung begünstigen Diabetes. Und wohl auch der Verzehr von rotem Fleisch, also Rind-, Schwein- oder Lammfleisch. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie aus den USA. Über 30 Jahre lang sammelten Forschende die Daten von 215.000 Menschen. Bei der Gruppe mit dem höchsten Fleischkonsum stieg das Diabetesrisiko um 62%, verglichen mit der Gruppe, die weniger als eine halbe Portion am Tag aß. Für Ernährungsmediziner Hans Hauner ist das keine Überraschung. Wir wissen, dass rotes Fleisch in großen Mengen konsumiert eher schädlich sein kann, sowohl in Richtung Diabetes als auch in Richtung Herz-Kreislauf-Krankheiten, wie zum Beispiel Herzinfarkt und dann auch bestimmte Krebserkrankungen, ganz besonders aber hier der Dickdarmkrebs. Warum das so ist, wissen wir nicht genau, aber es scheint so zu sein, dass Inhaltsstoffe auch eine Entzündung im Körper auslösen kann, was dann diese Krankheiten begünstigt. Fleisch ist an sich ein wertvolles Lebensmittel. Es ist ein Eiweißlieferant, enthält zudem B-Vitamine, Eisen und Zink. Doch im Fleisch stecken auch gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und Purine. Besonders in verarbeiteten Fleisch- und Wurstwaren sind oft Zusatzstoffe enthalten, auch viel Salz, Phosphate und noch mehr Fett. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt wöchentlich nicht mehr als 300 Gramm fettarmes Fleisch oder fettarme Wurst zu essen. Die Autoren der amerikanischen Studie stellen sogar fest, bereits 2 Portionen rotes Fleisch pro Woche könnten das Diabetesrisiko steigern. Eine Portion entspricht entweder 45 Gramm Wurst oder 85 Gramm unverarbeitetes Fleisch. Viele Menschen essen inzwischen bewusster. Wir essen ungefähr 2-mal die Woche Fleisch. Ich brauche nicht unbedingt Fleisch, aber für Kinder ist es oft ein Bedürfnis, habe ich das Gefühl. Also wenn ich Fleisch esse, dann ist es Rindsgulasch, Hackfleisch. Tatsächlich essen wir überwiegend Rindfleisch, eher so Steak. Alles in einem gewissen Maß, denke ich, ist in Ordnung. Diabetespatientin Andrea Rummel ist auf dem Weg zur ärztlichen Kontrolle. Sie hat ihre Ernährung umgestellt, nimmt täglich Medikamente. Wie haben sich ihre Blutzuckerwerte entwickelt? Diabetologin Veronika Hollenrieder braucht für den Test nur einen kleinen Tropfen Blut. Der Spontanzuckerwert sieht gut aus. Nun geht es um den Blutzucker-Langzeitwert. Vor 4 Monaten hatte Andrea Rummel einen gefährlich hohen Wert. Und jetzt? Also ganz wunderbar, 7,3. Ja. Das ist fantastisch. Ja. Freut mich irre, ehrlich wahr. Also ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja. Andrea Rummel ist auf einem sehr guten Weg und braucht sogar weniger Insulin. Diabetologin Veronika Hollenrieder ist zufrieden. Sie hält nichts davon, bestimmte Lebensmittel komplett zu verbieten. Die Frage ist ja auch immer, welche Mengen essen wir von gewissen Lebensmitteln und wie werden sie zubereitet und was essen wir zu dem roten Fleisch dazu? Ist ja ein Unterschied, ob Sie dazu Kroketten essen oder Salzkartoffeln. Die Menge macht das Gift. Die Menge Nudeln, die Menge Reis hier zu portionieren und eben auszutauschen, zu ersetzen, nicht zu verbieten, so versuchen wir zu beraten. Es lohnt sich, dran zu bleiben, auch in höherem Alter. Bei Alexander Miller wurde vor 7 Jahren Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Der 73-Jährige musste sich umgewöhnen und deutlich kleinere Portionen essen. Das, was man so früher hat sündigen können, geht im höheren Alter nicht mehr. Da muss man sich dann umstellen. Mit Erfolg. Seine Blutzuckerwerte sind gut. Zudem wiegt er mittlerweile 15 Kilo weniger.
Übergewicht zählt zu den großen Risikofaktoren für Diabetes Typ 2, sagt Allgemeinmediziner Markus von Specht. Das Thema Ernährung ist ja insgesamt ein großes geworden, hat aber gerade die gesunde Ernährung eine große Akzeptanz, Interesse in der Bevölkerung. Und deswegen ist gerade auch beim Diabetes, renne ich da eigentlich offene Türen ein. Und die Patienten fragen mich, wie kann ich mich verändern von meiner Ernährung her? Vielleicht kann ich mir damit auch Medikamente einsparen. Also die Bereitschaft ist sehr hoch. Dank der Ernährungsumstellung hat auch Andrea Rummel abgenommen. Bei ihr gibt es abends nur noch eine kleine Brotzeit. Bierschinken oder Leberkäse landen nun nicht mehr auf ihrem Vollkornbrot. Mir fällt es auch nicht mehr so schwer. Also gerade am Anfang, da habe ich wirklich gekämpft. Also Tee ohne Zucker ging bei mir gar nicht, aber es geht. Es geht alles. Andrea Rummel will ihre Ernährung weiterhin so gesund wie möglich gestalten. Ihren Diabetes Typ 2 hat sie so gut im Griff.